30 Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wir wollen jetzt einfach nur mal ein bisschen die Gedanken mitteilen. Fabio und ich sind echt gerade überlegen, ist es das wert? Let's call it a day, ja? Ja. Good night. Good night, wir sehen uns morgen. Nahrung finden sie ausschließlich bei Mutter Natur. Aber sie sind nicht die einzigen Prädatoren. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. So langsam wäre es gut, wenn wir Nahrung finden würden. Es ist richtig anstrengend, das Gepäck drückt ohne Ende. Energiereserve geht ordentlich nach unten. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse. Kräfte mobilisieren und go. Boah, mit dem schweren Rucksack ist krass. Ex-Elite-Soldat Otto Karas. Ist irre. Schmerzen. Und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Wir laufen da oberhalb von diesem Canyon lang. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Das Wetter fängt so an, wie es gestern aufgehört hat. Wir sitzen halt nicht nur rum an einem Ort, sondern wir machen richtig Meter mit absolut Höllengepäck. Ja. Ich will jetzt unbedingt was zu essen haben. Wir ziehen jetzt los, jagen, angeln. Putzen wir aber gerade die Waffe raus. Jetzt sieht er uns. Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Hey! Ich meine. Willkommen in der Wildnis. Fiber und ich kriegen uns einfach nur ständig in die Wolle. Das ist auch kein Geschenk, mit dem hier zu sein. Ja, es harmoniert null. Null. Typ kotzt mich einfach nur noch an. Ja. Das war mein Trailer von Survival Squad Mission Canada mit Fabio. Was müsst ihr als nächstes machen? Ganz genau zuhören, ganz, ganz wichtig. Abonniert Fabios Kanal, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ihr wisst, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Fabio und mir. Deswegen, weiter geht's am 4. November, den Samstag, um 17 Uhr mit der ersten Folge bei mir. Danach die zweite Folge bei Fabio, auch um 17 Uhr am Mittwoch. Und so machen wir weiter, zwei Folgen die Woche. Nochmal ganz wichtig an die ganzen Streamer da draußen, es wäre super, wenn ihr einfach 24 Stunden warten würdet mit einer Reaction, weil es eine Menge Zeit reingeflossen und natürlich auch Geld in das ganze Projekt. Nach 24 Stunden könnt ihr Vollgas geben mit Reactions drauf, wenn wir uns sehr darauf freuen, dann ist natürlich auch ein Streaming-Thema das Ganze. Und wir sehen uns beim nächsten Mal schon in der ersten Folge von Survival Squad Mission Canada.